Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video. Herzlich willkommen zu einem der wenigsten Sommertage dieses Jahr. Es ist brüllend heiß. Tim und ich gehen kaputt, wie Sau. Ja, im heutigen Video geht es wieder ein bisschen an Tim sein Gedönse weiter. Ihr seht, seit da Felgen liegen, da hinten hängt was. Ja, was damit passiert, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Tim, was ist hier schon wieder los? Das frage ich mich. Tim macht die Felgen jetzt erstmal von innen sauber. Die lackieren wir nämlich schwarz von innen vor, genauso wie den Bügel. Danach müssen wir da hinten nochmal alles mit Folie zumachen. Fürs Schwarz, das habe ich jetzt mal eben so vorlackiert. Genau, von innen lackieren wir die schwarz aus, decken die ab, weil Tim will die von innen schwarz behalten. Danach drehen wir die rum, lackieren die von oben schwarz und dann geht's ans Eingemachte. Dann geht's rund. Was geht? Wir haben den nächsten Tag. Tim, warum haben wir den nächsten Tag? Es ist sehr spät geworden und es hat geregnet. Auf einmal war es gottlos am Regnen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal nicht weiter. Wir haben ein bisschen was gemacht. Wir haben die Felgen jetzt schon mal innen außen komplett schwarz lackiert. Der Bügel ist schwarz lackiert. Ja genau, Tim hat die Felgen zum chemischen Entlacken gegeben. Weil, falls ihr das erste Video zu den Felgen gesehen habt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass diese Felgen schon locker 10, 12 Mal gepulvert und lackiert wurden. Dementsprechend hat Tim gesagt, einmal jetzt ordentlich alles runter, einen kompletten Neuaufbau machen. Da sind wir jetzt zugange, wir sind auch gerade wieder auf dem Weg zur Halle. Und dann zeigen wir euch gleich mal, was wir uns diesmal Geiles für Tims Sachen überlegt haben. Feierabend. Feierabend. Guck mal, wie sie den Basemann Sahne macht. Ja, Bügel. Aus Hölle kommt dieser Bügel drin. Tim hat sich nämlich einen richtig geilen Bügel geholt von Wiechers. Ja. Der war vorher so Anthrazit. Hatte er nicht so Bock drauf, deswegen haben wir gesagt, komm, der war auch hier und da schon ein bisschen zermackt. Haben wir auch direkt gesagt, den machen wir neu. Direkt passend zu den Felgen. Ja, also ich zeige euch gleich mal ein bisschen was, was die Felgen und den Bügel angeht. Haben wir schon mal so ein bisschen rumgespielt. Ist das holprig hier in deiner Bude? Als wenn man den M57, D30 Türen Top 306 D5 OL gewohnt ist. Richtig. Das haben wir schon gelernt. Ja genau, wir haben da ein bisschen rumgespielt mit dem Carshape und so und an Tims Ducktail-Spoiler, ich weiß gar nicht, ob die den mittlerweile kennen. Höchstens von dem Shoot. Naja, auf jeden Fall den Spoiler zeigen wir euch gleich mal. Den können wir eigentlich auch heute wieder montieren. Theoretisch ja, also so doppelseitig ist. Eigentlich haben wir Lust da, ja. Müssen wir mal gucken. Ja, zeigen wir euch gleich, wenn wir in der Halle sind. Ja, seid gespannt. So, wir sind an der Halle angekommen. Tim ist natürlich schon wieder den Grill hier am Bedienen. Sicher, klar. Weil vor der Arbeit wird sich gestärkt. Ihr kennt das. Zwischenstand, was haben wir bisher getan? Ihr seht es, Tims Felgen sind komplett schwarz vorlackiert, innen abgedeckt. Check. Dann haben wir Tims Katzentreppen. Da ist ein bisschen was mit passiert. Ob die so bleiben, wissen wir noch nicht. Und dann, wie gerade schon erwähnt, hat Tim sich einen Bügel geholt. Der ist auch schon komplett geschliffen, schwarz vorlackiert. Diese Hülsen sind auch lackiert. Ja, was machen wir jetzt damit? Wir haben hier einen Carshape. Den haben wir halb silber und halb schwarz lackiert. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ist der violett? Ganz einfache Sache. Wir haben so ein bisschen rumprobiert, weil wir haben hier diese Puderdöschen. Mika-Puder heißt das Ganze. Ja, die sind Tatsache von Temu. Auch nicht wirklich teuer. Ich glaube, ein so ein Fläschchen kostet 4-5 Euro.
also wirklich nicht teuer. Und die kommen später in den Klarlack. Das haben wir schon mal ein bisschen rumprobiert. Wie gesagt, hier. Hier haben wir es ein bisschen matt gemacht, um das mal zu gucken. Aber wir haben da hinten noch was stehen. Das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier Tim seinen Ducktail-Spoiler schon wieder aufgeklebt. Und falls ihr das eine Mal gesehen hattet, war der halt einfach schwarz lackiert. Und dann halt dieses, ich sag mal, kleine Design mit der lila Ecke hier und das da drauf. Aber im Grunde genommen war der schwarz. Da haben wir dann als auch diesen Klarlack drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Aber, ja doch, so sieht man das. Floppt der halt komplett lila weg. Und je nachdem, wie man so guckt, ist der halt wieder schwarz. Und das ist halt geil. Und damit machen wir die restlichen Teile auch. Wir haben halt gesehen, so wie ihr das gerade auf dem Carshape gesehen habt, dass auf Schwarz dieses Lila brutal rüberkommt und auf Silber absolut gar nicht. Ich meine, ihr habt das da hinten an dem Spoiler gesehen, dass die ganze schwarze Fläche halt lila geworden ist, aber das Silber, diese Spinnenweben mäßig, die sind immer noch Silber, wie auf dem Carshape. Und deswegen haben wir natürlich gesagt, wir lackieren alles schwarz vor und dann, also erstmal essen wir jetzt, ne Tim? Hunger. Kurz überlegen, was ich sagen sollte. Ja, wir essen jetzt erstmal und dann mischen wir den Klarlack an, waschen nochmal die Teile ab, entstauben die nochmal und dann geht es eigentlich auch schon ans Lackieren. Und dann zeige ich euch das mit dem Anmischen, bisschen das Lackieren und alles. Jo, aber wie gesagt, erstmal Hunger. Hunger. Wir haben jetzt hier den Klarlack. Jetzt haben wir hier dieses schöne lila Pulver. Dann schütten wir jetzt einfach mal was von rein. Dann brauche ich so ein ganzes Fläschchen. Alles rausholen. So. Jetzt rühren wir die ganze Chose mal ordentlich um. Und haben dann jetzt hier so langsam, aber sicher. Muss halt echt ordentlich gerührt werden. Ihr seht, dieses Pulver setzt sich an den Seiten ab. Das wollen wir natürlich alles nicht verschwenden. Deswegen hier schön lange umrühren. Aber ihr seht das jetzt schon. Das wird auf jeden Fall geil. Da sage ich euch, das wird richtig schön. Ich rühre das jetzt hier noch ein bisschen weiter und dann geht es hier gleich los. Guckt euch das mal an. Das sieht einfach nur extremst geil aus. Extremst geil. Tim und ich hatten erst die Intention, ein Color Shift zu machen, quasi ein Flip-Flop. Von lila auf blau war das, ne Tim? Ja. Aber dann haben wir einmal dieses Lila an sich alleine probiert und Tim, sowohl als auch ich, waren eigentlich direkt komplett verliebt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist das Lila, was ich eigentlich schon immer wollte. Ja, das ist ohne Witz. Also, ihr werdet jetzt gleich sehen, wie das Lila an sich glänzend aussieht. Auf dem Carshape ist es ja nicht ganz glänzend und auf dem Spoiler sind halt auch noch andere Sachen. Aber das sieht extrem geil aus. Das machen wir jetzt drauf. Davon gibt es ein paar geile Aufnahmen. Tim und ich machen uns fertig, ziehen eine Maske an und dann Abfahrt. So, ihr seht's, Tim ist gerade alles nochmal am Abstauben. Ich habe die Pistole geladen, heute mit der Mini-Jet, damit ich auch richtig schön in die ganzen Speichen von Tims Felgen reinkomme. Heute ist tatsächlich mal wieder eine Maske am Start, weil das Zeug nebelt wie Sau. Wenn Tim fertig ist, geht's hier los. Tim macht ein paar geile Aufnahmen, während ich hier am Ballern bin. Und schauen wir mal, was wird. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming.
There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud. So, Freunde, nächster Tag. Ihr seht, die Felgen liegen da noch. Ja, haben das jetzt über Nacht trocknen lassen. Tim ist auch auf dem Weg hierhin. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich mal bei Tageslicht an. Ich bin gespannt und ich hoffe ihr auch. So. Geht nicht, ich bin hier gerade am Rocken. Tim? Ja? Was sagen wir? Ich hab mir gerade eingepellt. Was hast du? Mir gerade eingepellt. Tim hat sich gerade eingepellt. Wir haben die Felgen jetzt mal so ans Tageslicht geholt. Leider nicht wirklich Sonne. Aber wir haben die Felgen mal so auf Reifen vors Auto gestellt. Crazy. Tim ist, glaube ich, ein bisschen sprachlos. Ja, noch mal so eine kleine Filmsequenz machen? Ne. Ihr habt's gehört. Dann nicht. Ihr seht die Felgen nicht. Alles klar, danke fürs Einschalten. Ciao. Können Sie bitte Ihr Handy wegtun? Ja. Was sagen Sie? Sprachlos. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Schabanga, nö. Ich wollte was lackieren, aber ich konnte mich nicht kontrollieren. Denn es war schwer, mich zu kontrollieren. Und im Endeffekt ist es das geworden. Ja. Was sollen wir dazu sagen, Leute? Tim, vielleicht kommst du mal rüber. Ne, mit Kameras schau. Also ich muss sagen, damit haben wir echt nicht gerechnet, dass dieses Lila so krass fetzt. Ja. Wir haben noch die Katzentreppen, ihr habt es gesehen, auch noch lackiert, aber designtechnisch halt an den Spoiler angelehnt. Die Katzentreppen haben wir allerdings nochmal geschliffen und da machen wir nochmal Klarlack drauf, weil da doch mehr Pickel drin waren, als wir uns erhofft hatten. Aber ich sag euch ehrlich, für eine Hallenlackierung ist das sogar echt sauber geworden. Ja. Dafür, dass wir die Kabine noch nicht angeschlossen haben. Ja. Tim ist zufrieden, das ist die Hauptsache. Ich habe mir gottlos einen abgeschwitzt beim Lackieren. Oh ja. Zwar, also ich sag euch ehrlich, das ist nicht ohne. Also das zu lackieren, dass es halt überall gleichmäßig ist, dass die Speichen alle gleichmäßig eingefärbt sind und so, das ist nicht ohne. Da war echt ein bisschen Fleiß am Start und Schweiß. Mahlzeit, Schnitte Brot dazu. Danke. Aber Hauptsache, der Junge ist zufrieden, der Junge ist glücklich. Ja, was soll ich noch groß sagen, Freunde? Eigentlich können wir nur sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dieser Farbkombi. Was ihr generell von der Idee mit dem Bügel in dem Auto haltet. Die Felgen jetzt in der Farbe, fandet ihr die vorher geiler? Fandet ihr die jetzt geiler?
wie gesagt, schreibt es mal rein. Ansonsten Daumen nach oben. Und danke und tschüss. Und Abo und tschüss. Tim, warum sitzt du da eigentlich? Dann mach mal neu.